Es war einmal vor langer, langer Zeit in einer Galaxis weit, weit entfernt. Na gut, ehrlich gesagt, war es letzte Woche in Wolfsburg. Moment mal, wer hat den Scheiß denn geschrieben? Das waren Sie selber. Ach so, ja, dann ist super. Das ist George Lucas Schlüter, Regisseur des Science-Fiction-Epos Car Wars, die Rückkehr der VW-Ritter. Herr Schlüter, worum geht es in Car Wars? Es geht um das Wolfsburger Imperium und seine dreckigen Machenschaften. Der Bösewicht, das VW, der, übrigens herrlich gespielt von Martin Winterkorn, gerät auf die dunkle Seite der Macht und will immer noch reicher und noch mächtiger werden. Am liebsten würde der sogar den Todesstern kaufen. Gedreht wurde an Originalschauplätzen in Wolfsburg. So, Martin, du heizst jetzt deinen Koi-Karpfenteich auf 28 Grad hoch, dass sie das schön gemütlich haben. Und Action! Fischsuppe. Der zweite Bösewicht ist der alte Imperator. Er verrät seinen Meisterschüler Darth V. Vader an die VW-Ritter von der Braunschweiger Staatsanwaltschaft. Gespielt wird er von Ferdinand Piech. So, Ferdinand, du spielst das jetzt richtig bösartig, so verbittert, rachsüchtig, alles klar und Action! Ich habe die Absicht, der Sieger zu sein. Und Cut, das war fantastisch, Oscar-reif! Da ging es der Martin Winterkorn, Laiendarsteller, ne? Der überbezahlte Penner. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil spielt den alten, senilen Obi Wann gibt's Boni. Er ist zwar in der SPD, verteilt aber ohne zu zögern Millionen an raffgierige Manager. Die kriegen alle tierisch Geld. Zum Beispiel Christine Hohmann-Dennhardt, die ist zufällig auch in der SPD. Die kriegt für ein Jahr Arbeit 12 Millionen Euro. Ne? Deshalb nennen wir sie auch Prinzessin Taschen niemals leer. Aber das sind nur Bösewichte und machtgeile Unsympathen. Gibt's denn keine Guten in Ihrem Film? Naja, doch, den Matthias Müller, ne? Der soll ja den Abgasskandal aufklären. Macht er aber nicht. Ja gut, deshalb spielt er bei uns auch den Darth Maul, also der Darths Maul nicht so aufmachen. Und wer erklärt das Ganze dann auf? Vielleicht Winterkorns treuer Karpfendruide, Kreuz2D2. Kreuz2D2, was ist denn das für ein Schrott? Moment mal, oder Skoda Yoda? Hallo? George Lucas Schlüter. Ein Mann macht Filme, die keiner sehen will.